So, hi zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Argage, dem deutschen Videomagazin. Und ja, ich muss jetzt natürlich weitermachen, ne? Was will man tun? Heute in der Katzenfolge. Es gibt das Battle Pet auf dem Ostkontinent. Das ist die Katze, die wir hier hinter uns ganz schön sehen. Und zufälligerweise ist mein Kater Charlie heute auch wieder zu Gast. Auf meinem Schoß hat er sich ganz, ganz flach gemacht, wie eine Flunder, schnurrt vor sich hin, lässt sich von mir streicheln und freut sich gleich auf seinem Ingame-virtuellen Begleiter meines Charakters dort, gell, Charlie? Ja, du bist ein Feiner, bist du. Okay. Wir sagen, fangen wir mal an mit der Quest, ne? Die Quest ist ähnlich zu der auf dem Westkontinent. Das ist jetzt keine große Kunst. Was ist denn die Aufgabe heute? Eine 0 von 1 Quest, die wir hier bestätigen müssen. Hat das irgendwas mit den Kühen zu tun? Ich tippe mal ja. Muss ich da jetzt eine Milch mehr holen? Ist das alles, was ich machen muss? Nee, die Milch brauche ich für später. Was ist dann die 0 von 1? 0 von 1 findet hier aber statt und ich muss irgendwas... Ach, muss ich vielleicht einen von denen hier? Ja. Dem habe ich jetzt wohl einen Knochen zugeschmissen oder so. Keine Ahnung, der liegt auf jeden Fall platt da wie eine Flunder. Ja, die Frage ist jetzt, welcher ist welcher? Ich glaube, bevor ich das einlöse, jetzt schauen wir uns erstmal die Tierchen hier an. Ach, sind die nicht alle herzallerliebst? Oh. Das erinnert mich an den Simona von Blade and Soul, wenn man sich seine Katze aussucht. Das geht die ganze Zeit miau, miau. Da gibt es auch ein Video, uralt von mir, aus meiner Blade and Soul Phase, wo ich ein paar Videos gemacht habe. Könnt ihr es euch genauso angucken. Also das ist ja wirklich so. Ich glaube, ich mag die Graue am meisten. Die ist voll toll und erinnert mich irgendwie auch so an meinen. Der ist zwar eher braun, schwarz getigert, aber... Die ist schön, ja. Ich würde sagen, die nehme ich auch. Also die mit dem O und dem Strich nach unten als zweites. Kai, zeig mal her. Na super, die haben alle einen O und einen Strich nach unten als zweites nochmal. Und dann das K2 nach unten. Dem Ciao. Das nehmen wir den hier. So, graue Katz. Und das war jetzt meine Quest. Gibt aber auch noch eine Folgequest. Und diese Folgequest besagt, geh wieder zurück zum Questgeber. Aber jetzt wird natürlich erstmal hier die Katze gezüchtet. So, mal gucken, wo hier ein Plätzchen ist für meine kleine Graue. Das seht ihr ja schon. Hier ist das Plätzchen gleich neben der Kuh. Oh, hallo. Jetzt sind wir erstmal lieb zu ihr und streicheln sie. Dann gibt es die Milch. Das müsst ihr gleich wissen. Die habe ich jetzt schon vorher entnommen. Die kann man sich bei den Kühen hier einfach schnappen. Und dann ist die Katze schon mal glücklich. Und das ist eigentlich genau das gleiche wie bei den Mounts ansonsten auch. Ihr habt ja vielleicht schon ein anderes. Oh. Ja, im Westen haben wir diese Hunde, ne? Diese Wölfe, so wolfsähnliche Tiere. Und der Osten kriegt natürlich wieder mal die coole, süße Knuddelkatze, die bestimmt zu einem richtig geilen Raubtier noch wird, wenn sie fertig ist. Nee, ich will doch die Kuh gar nicht anden. So, müssen wir ein bisschen warten. Bis dahin können wir noch ein bisschen den Blick hier genießen. Ist dann auch eine Begleiterin, die quasi mit mir nebenher läuft und auch mit mir kämpft. Aber wie gesagt, Fokus ist momentan auf den Esel. Das heißt, den werde ich natürlich als erstes draus haben, solange bis der Esel 20 ist. Dann ist er auf dem Level angekommen, das ich gebraucht habe, genauso wie der Yata eben auch. Und dann werde ich definitiv mit Battlepad arbeiten. Entweder mit dem Tankpad, mit dem Baum, den ich dann hochspielen werde, oder eben mit der süßen kleinen Kitty. Mal sehen. Miau, miau. Oh, ist die süß. Aber leider ist sie nicht mehr so süß, wenn sie erwachsen ist. Jetzt ist schon mal eins größer. So, jetzt wird sie erstmal gewaschen. Erstmal eingeseift. So, jetzt wirst du poliert. So. Schön hier mit dem Schwamm bearbeiten, jawohl. Da dreht sie sich. Ja, und der Charlie auch gleich. Ich glaube, ich könnte mal versuchen, das Mikrofon mal zu ihm hinzuhalten, aber ich glaube, der macht da nicht ganz mit bei der Sache. Oder Charlie, bist du da dabei? Das könnte jetzt etwas scheppern. Keine Panik, Leute. Das ist nur das Mikro. Ich glaube, ich kriege sie um die Kurve. Das könnte jetzt krachen und klacken. Oh. Sorry. Oh, weh, das gibt jetzt wieder Interferenzen. So. Das ist mein Kater Charlie. Der musste da jetzt auch mal seinen Beitrag dazu geben. Nochmal, Charlie, komm. Komm, Charlie. Ja, schön macht er das jetzt Mikrofon. Gell, das ist ja was. Ja, das Schnurren sollte jetzt eigentlich auf Band sein. Und derweil geht es jetzt mit der Katze im Spiel weiter. Jawohl, jetzt wird mit ihr getanzt. Und dann ist es geschafft. Dann haben wir unser Tier. Es ist sogar meine Frau ins Büro reingekommen.
was macht denn der mit dem armen Kater? Guck mal, der macht sich wieder wie eine Flunder, Schatz. Mhm. Ja, und jetzt ist jetzt die Katze natürlich groß geworden und ja, eine erwachsene Battle Cat, ne, kann man so sagen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir sie mit. Zack. Battle Cat kann man sich jetzt genauso wie die Reittiere auch in die Leiste natürlich reinlegen. Und jetzt zeige ich euch die ganze Kitty mal in Aktion. Katzen, also die Kampftiere, können natürlich genauso wie die Reittiere auch Rüstung tragen. Sie haben natürlich logischerweise keinen Sattel, weil man ja nicht auf denen reiten kann. Das wäre ja noch schöner. Man kann halt mit ihnen kämpfen, deswegen bekommen die natürlich einen Brustpanzer, eine Rüstung an. So. Ja, jetzt brauchen wir natürlich noch einen schönen Namen. Nee, Fokus-Target wollte ich sie nicht haben. Einen schönen Namen. Und, ja, nehmen wir sie einfach Mauzi. Das passt dann schon. Hallo Mauzi. Und Fokus-Target noch rausnehmen. So. Mein treuer Begleiter. Ab jetzt. Richtig schön. Also, da, wie gesagt, mit Stufe 25 ungefähr macht man die Quest. Man kann sie auch schon früher annehmen, glaube ich. Die Katze fängt in jedem Fall auf Stufe 25 auch an. So. Hi Chef, ich hab's geschafft. Ich habe die Katze bekommen. Und jetzt ist natürlich der Nachbar da. Ey, Moment, du bist ja noch nicht fertig. Wir haben den nächsten Queststrang. Der wartet hier unten auf dich. So, nochmal kurz durchbuffen. Und dann gleiten wir mal nach unten. Es ist jetzt auch bald ein Gleiter-Upgrade zu erwarten. Das dauert immer ein bisschen länger, als es mal ans Pad kommt. Wahrscheinlich auch hier in diesem Gebiet, nehme ich mal an. So, und die Katze rennt natürlich auch mit, wie ich jetzt hier fliege. Auch mit einem ordentlichen Tempo, muss ich sagen. Also die hält gut mit. Hat im Moment nur einen Skill, das ist der Selfie, wenn sie zu sehr in Bedrängnis gerät. Und man kann natürlich hier wie in WoW auch aggressiv, beschützend, passiv und so weiter. Das kann man alles einstellen. Ne? Kennt man ja alles aus den anderen MMOs bereits, wo man Begleiter hat, Kampfbegleiter. Na komm, einen Flug brauchen wir noch, dann sind wir aber unten. Stopp, jetzt kurz warten, bis der Kleider wieder geht. Jetzt. Oh, los geht's. Ach, Charlie, du bist ein Schnurrhannes, das gibt's gar nicht, ey. Ja, hast recht, Charlie. Und die Haare überall. Du hast jetzt, gell, jetzt wird's warm. Ja. Frühling kommt auch bei den Katzen langsam. Hier wachsen übrigens sehr große Bäume, auch neben den Kiefern, die sieht man jetzt hier richtig schön. Die brauchen richtig lang, ja, jetzt auf 55 Stunden zum Beispiel. Die buddeln sich viele gerne aus und stellen sie sich in den eigenen Garten rein, weil wenn sie groß sind, haben sie schon eine richtige Pracht auch. So, Genosse, du siehst ja auch aus wie aus dem letzten China-Krieg, das ist ja Wahnsinn, Ming-Dynastie. Und, ach ja, der leitet mich aber auch noch wieder weiter zur nächsten Quest. Das kann man alles gleitenderweise schön machen hier. Weil es geht ja immer bergab ins Tal der Singing Lands rein. Und wie ihr schon hier hier erkennen könnt, wo ich gerade mit der Maus bin, das sind wohl dann die Reisfelder, auch die berühmten hier aus der Zone. Die werden wir dann auch früher oder später noch kennenlernen. Und da sind wir ja vorhin erst vorbeigekommen an der 2, wo es mich jetzt hin verschlägt. Einmal hüpfen. Zweimal hüpfen. Und das war's dann auch. So. Gehen wir nochmal da kurz den Hang hoch und dann schauen wir mal, dass wir den Ranger nochmal runterfliegen können, auf Englisch gesagt. Tschuk, tschuk. Und abwärts. Genau, und da poppen auch schon die Ausrufezeichen auf. Auch mit einer schönen Sicht auf Pipaport. Nochmal ganz kurz und jetzt geht's in der Ego-Perspektive. Bom, abwärts. Hey, Gitarre, das kann ich auch. Mit meiner halben E-Gitarre. Also die sehen schon geil aus, die selber gecrafteten. So, okay. Was gibt's denn hier zu tun für mich? Schon wieder noch weiterlaufen. Aber es gibt noch eine andere Quest, die man hier annehmen kann. Und ich muss, glaube ich, schon wieder noch... Ne, ich muss nicht noch weiterlaufen diesmal. Wo ist die 3? Wo ist die 3? Wo ist die 3? Hello. Ja, die ist hier, die 3. Also anscheinend doch der. Ich glaube, es muss gehen auch um den Gitarrespieler hier bestimmt, ne? Jetzt muss ich das Ding... Ne? Ne, das hat nichts damit zu tun. Die Dame vielleicht? Der Herr vielleicht? Ja.
Oh, ihr könnt ja ganz toll Musik spielen, damit ist die Quest erledigt. Kann ich es nochmal machen? Ah, schade, war ein schönes Lied. Und es geht weiter im Takt. Jetzt haben wir hier wieder eine Quest, die mich etwas nach hinten verschlägt. Oben auf dem Berg. Da drum auf dem Berg, da liegt da als Brett, ja und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja vielleicht, das Lied. Dann gucken wir doch mal hoch. Und schon oben, so. Wahrscheinlich, jawohl, hier vorne. Oh, ist das ein schöner Baum. Da ist auch, glaube ich, dieser eine Screenshot entstanden für die chinesischen Wallpapers von ArcheAge. Oh, guckt euch das an. Da muss ich doch gleich mal hier. Also das ist doch mal... Das nenne ich mal einen Kirschbaum. So einen hätte ich auch mal gerne. Und wie sie überall hier fallen, die Kirschblüten, ne? Kirschblütenregen. Kirschblütenfest war ja, wie gesagt, neulich, habt ihr ja gesehen, als diese Kirschstraßen überall waren. Oh, das ist ein wunderschönes Bild. Vor allem am Tag, denke ich mal, auch bei Nacht mit sternenklarem Himmel. Herrlich, herrlich, herrlich. Schön. So. Ding, ding, ding. Oh, du hast aber eine schöne Gitarre. Das sieht ja fast so aus wie meine. Oha, jetzt gibt es wieder was zu gewinnen. 0 von 12. Oh, 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 oh. Hier gibt es wieder jetzt einiges zu tun. Und nochmal 0 von 12. Jawohl, ihr wisst halt, wie man Leute beschäftigen kann. Ne? Je höher das Level, desto mehr Mobs muss man killen. Und jetzt geht es also auch gegen diese fiesen Feinde hier. Und Betäubung. Ich soll das echt mal doch probieren, jetzt umzuskillen, weil ich sehe schon, es macht mit dem Skill einfach keinen Sinn. Ich glaube, ich buff mich noch ein letztes Mal damit, vielleicht kann ich ihn noch behalten so lang. Weil mit Cast Speed kann ich ja eigentlich nur was verwenden, wenn ich jetzt hier wirklich den auch freischalten würde. Was habe ich denn hier? Den Buff brauche ich, den Schuss brauche ich, den Schuss brauche ich, die Sachen brauche ich auch alle. Ja, den Autoshot, den können wir vergessen so ziemlich. Nahkampfschlag ist mir dann auch wichtig. Das heißt, ich könnte letzten Endes nur... Machen wir doch mal Folgendes. Ich nehme jetzt den Buff auf jeden Fall raus, den hier. So, die Heilung kommt auf jeden Fall rein. Dann nehme ich jetzt mal den Attack Skill mit rein vom Baden. Dann den Stun lasse ich auf jeden Fall auch drin. Ja, Castzeitunterbrechung finde ich nicht so wichtig jetzt ehrlich gesagt. Das ist aber alles auch nur Ausweichwertung und so Gedönse. Das ist jetzt, ah ja, Reichweite um 5 Meter erhöht und Zielgenauigkeit um 2. Ja, die Frage ist, wie viel habe ich? Ich habe ja nur noch einen Punkt zu vergeben, verdammt. Dann muss ich ja, obwohl ich habe ja jetzt eigentlich alles hier drüben, was ich so brauche. Der hier, Ich weiß nicht. Ich glaube, da nehme ich lieber noch den Passive hier mit aus dem Baum. Okay, jetzt muss ich einfach nur hergehen und den noch mit in meine Skillleiste mit aufnehmen. Vermutlich hier an Position 7, das ist ja dämlich. Dann mache ich den lieber als manuell aktiviert. So. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das was bringen wird. Wir sehen es einfach mal, ne? Ob vielleicht DPS-mäßig doch ein bisschen mehr geht jetzt so. Jo, tut's. Alles klar, gut umgeskillt, nicht schlecht gemacht. Das habt ihr jetzt gleich beim ersten Kampf gesehen, ja, da geht die Post ab. Ist jetzt nur kein Synergieeffekt gerade, aber das macht ja momentan auch noch nichts. Ja, definitiv. Und diesen Hammer-Skill kann ich mir eigentlich auch fast schenken. Ne? Ihr seht ja, das ist ja... Das ist viel zu langsam, viel zu uneffektiv für einen Europäer. Dann gehen wir jetzt da nochmal ran an die ganze Sache. Dann können wir den quasi ablegen. Dann habe ich jetzt noch den Backjump, den ich auf jeden Fall noch nehmen könnte. Für weitere Schüsse aus der Ferne und eben Stealth habe ich noch nicht, weil da müsste ich glaube ich erst Stufe 30, oder? Kann ich den schon nehmen? Ich weiß jetzt gar nicht. Okay, dann lösen wir das hier auch nochmal auf. Dann würde ich sagen, verzichten wir auf diesen Skill. Nehmen den hier noch mit. Da könnte ich nämlich genauso gut auch den hier nehmen. Da können wir damit so das mit dem Bogen anschauen. Und geht es wieder etwas mehr auf Fernkampf damit, ne? Und habe dann quasi nur noch die anderen alternativen Möglichkeiten. Schauen wir uns das Ganze mal so an. So. Und drauf, und drauf. Alles Tolle ist, ja, ich kann ja bei dem auch noch rückwärts laufen. Und solange man es prockt und dann noch den hier. Ja, okay, ich denke mal, das ist alles so oder so ziemlich schlecht.
Ich habe mir halt nicht gerade die besten Bäume ausgesucht. Das könnte aber noch besser werden im hohen Level. Das will ich jetzt gar nicht mal so abstreiten. Ding, ding, ding. Und wenn er nah genug dran ist, machen wir einfach so. Na, ist eigentlich ganz gut. Gefällt mir. Okay, können wir so lassen. Ich sag, die können dann immer wieder schön variieren. Auch beim Level habt ihr gesehen, das hat jetzt nicht die Welt gekostet, das Ganze. Also ich habe normalerweise die Koreaner machen hier ein Maschinengewehrfeuer par excellence aus der Sache. Und weg ist er. So, der nächste bitte. Ja, das läuft doch besser, würde ich sagen, ne? Wenn ihr so. Denke mal, damit können wir erstmal arbeiten, wenn ihr damit so einverstanden seid. Aber ihr seht, das ist auch noch so ein Tropfen auf das hohle Bein. Und. Oh oh. Oh, das war zu früh. Also aber ganz schön der Mana-Verbrauch, muss ich da wieder sagen. Neun von zwölf, da geht was, da geht was. Ja, wisst ihr, was ich schon wieder vergessen habe? Lasti! Ich habe jetzt so viele Mobs schon abgeschlachtet und kein Lasti war draußen. Er hat so viele EP jetzt wieder bekommen. 33% hat er jetzt gerade mal. Verdammt. Also es ist eine sehr musikalische Geschichte jetzt, das hier. Und da ist er hinüber. Also macht schon ein bisschen Spaß, dann auch mit den Skills zu experimentieren, ne? Was bringt das, was bringt jenes? Oh, jetzt hat es aber gerade ein bisschen bei mir aufgeregt. Habt ihr das gesehen? Krass. So, und da geht er dann nieder. Haben wir jetzt eigentlich schon einen schönen Drop bekommen oder sowas? Keine Mana-Tränke, die droppen hier nichts außer Kohle. Ich sehe schon. Ach, furchtbar. Zack, Verlangsamungsschuss, Blutungsschuss. Muss ich eigentlich mit denen hier jetzt was machen mit dem Ding? Ach lol, die muss ich nicht nur killen, die muss ich auch noch hier mit dem. Okay. Manche überleben es, na toll. Das hätte mir mal einer vorher sagen müssen. Oh ja, das war gut. Ich müsste noch mal ein bisschen was für meinen Mana da, glaube ich, machen. Hey, das ist schon. Der tropft wenigstens mal was, aber wenn es so Kleinigkeiten sind, ein bisschen Stoff geht ja auch immer mal. Sehr schön, aber jetzt machen wir mal mit unserer Bezirztaktik weiter. Ja, zu weit aus der Range. Schöne Quest. Schönes Lied vor allem, gefällt mir. Trotzdem, jetzt brauche ich langsam Mana. Das ist jetzt kein Witz. Ah, ich habe keinen Brand dafür mehr. Hm. Ich hoffe, ich bin mal Level 30, dann kann ich mir nämlich selber Mana wieder herstellen mit dem Buttonbaum. Das werdet ihr dann sehen. Okay, lass uns mal ein bisschen aufbauen. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht Glück haben.
Na, geht's jetzt überhaupt noch mit der Gitarre? Achtung, Test. Jawohl, die kann man overachieven. Ja, bei manchen reicht es sogar, um sie zu killen. Wunderbar. Ich. Es löste sich ein Schuss, das hat man auch schon in vielen Raids mal erlebt, ne? Gerade als Jäger in WoW kann man sich ja gut daran erinnern, zum Beispiel im Raid. Auf einmal löste sich ein Schuss und wer weiß, was da alles passiert ist, ne? Wow, 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 wow. Komm schon, komm on. Oh, Gott sei Dank. Puh. Also gut, alle auf 18. Lasti hat wieder seine Punkte bekommen. Wie haben wir jetzt? 47% war auch schön. Boah, knapp, knapp, knapp. Overachieved und overachieved. Da können wir nehmen, was wir wollen. Waffe ist eh besser. Und weiter geht's. 98% kurz vor einem Level Up. Und eine 0 von 1 Quest hier noch. Und da geht's anscheinend um diesen Hügel hier. Was darf ich denn da ausbuddeln? Eine alte Gitarre. Schön. Die muss ich dem anscheinend bringen, jetzt dem Gitarrespielermeister da vorne. Na, ich bin echt schon mal sehr auf die Übersetzung gespannt von den Quests, wie das dann wird. Lassen wir mal in Ruhe, ich hab grad Zeit für die. So, alter Mann, hier ist deine Gitarre wieder. Und Stufe 27 für Liesel. Mit 9 Skillerhöhungen. Sehr gut. So, wo geht's denn jetzt weiter? Hier unten, also die Story-Quest würde jetzt schon fast lauern auf uns, diese hier unten, ne? Ich glaube, dann nehmen wir auch die nächste Story-Quest mal an. Es wird ja langsam mal wieder Zeit, dass wir in der Story auch ein bisschen voranschreiten. Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen in Pieperport. Jetzt auch mal auf dem Questweg. Auf der belebten Straße. Sorry, ich habe schon lange nicht mehr gehört. Mein neuer Klingelton. So, unsere Story geht weiter. Ich bin sehr gespannt. Erstmal gibt es keine Münzen, das heißt, es gibt noch keine Videosequenzen. Das wird bestimmt jetzt gleich noch kommen. Und eine normale Quest auch hier in der Stadt. Die nehmen wir auch gleich an. Das ist eine 0 von 1 Quest, die man hier oben jeweils bekommen kann. Gut, gut. Zweimal 0 von 1, das man muss klar anscheinend zwei Sehenswürdigkeiten hier besuchen. Und für meine Story Quest muss ich jetzt auch wirklich nicht weit reiten, wie man sieht. So. Ach Gott, was für eine süße Pferde. Oh Gott, was für ein Dress. Boah. Das wäre, glaube ich, was für Designer, ne? Kennt ihr Shopping Queen auf Vox? Das wäre so was für Christoph Maria Herz, glaube ich, ne? Für diesen Designer. Der macht da auch immer so ganz seine Kommentare und Sprüche zu den Outfits. Der kann das gerne mal hier kommentieren im Spiel. Ach Gottchen, sieht das furchtbar aus. Oder so in der Art, ich weiß es nicht genau. Na, anscheinend muss ich hier rein, ne? Genau. Und hier ist die erste, da darf ich mich wohl... Ah ja, bring uns die Rationen aus der Küche. So ungefähr kommt mir das vor. Unsere Einheiten darben, wir brauchen Nahrung. Bring uns die Nahrung. Aber Moment mal, hier ist ja auch noch die 1. Wo ist denn die dann? Die ist, glaube ich, auch in dem Gebäude, ne? Ja. Schick, schick. Lass mich durch. Aber ich glaube, da war ein Stock weg höher. Wow. Oh, toll. Oha, 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 was ist denn hier los? Oh, sind das Betten? Ja, holla, holla, die Waldfee, das ist ja schick hier. Ja, alles fertig, ne? Ist ja klar, ist ja die Story-Quest. Schicke Frisur. Scheint irgendein Geheimbund oder so. So, für die nächste Quest gibt es auch endlich mal wieder was zu gewinnen. Einen schönen Ring, mit dem ich wieder mal austauschen kann. Und die nächste Silbermünze. Das heißt, mich könnte dann wirklich schon fast die nächste 0 von 1. Ist das hier in dem Gebäude?
Ne, hier in dem Gebäude ist es auf jeden Fall nicht. Wo ist die 0 von 1? Ja gut, Ach so, haha. Ja, ich sehe schon. Trink von dem heiligen Gral der Macht. Bete mit uns am Altar unserer Götter und du wirst weiterkommen mit deiner Story. Genau. Ja, dann wünsche ich euch allen viel Vergnügen. Die werde ich im Sitzen genießen mit der nächsten Videosequenz. Okay, ich glaube, das war jetzt mega leise. Zumindest habe ich es jetzt so gehört. Ich würde euch empfehlen, nochmal zurückzuspulen und das Ganze etwas lauter aufzudrehen. Ich habe nämlich jetzt, ehrlich gesagt, kein Wort verstanden. Ich muss da mal bei meinen Einstellungen, glaube ich, noch was ändern. Ah, ich glaube, das Koreanische ist dann eh nicht so. Ist das wahrscheinlich Ambient Music? Dann machen wir die mal wieder auf 7. Okay. Und eine Folgequest. So, wo führt uns denn die hin? Ach, die ist auch wieder hier drin. Anscheinend mit dem Typi hier reden. Machen wir doch glatt. Und jetzt flieht der oder was? Oder? Hä? Wo muss ich jetzt hin? Ach, ein Stockwerk höher anscheinend. Der ist wohl weggerannt. Ist das richtig oder falsch? Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Drei Silbermünzen für die nächste Quest. Oi! Stufe 30! Seid ihr doch ganz sauber? Kann man dem aktiv ausweichen mit seinen blöden Pfeilen, der da wirft? Scheiße, kann man nicht. Oh! Yay! Was soll denn das? Ätzend! Sag mal, sind die des Wahnsinns? Boah, was ist denn hier los? Autsch. Ich behaupte jetzt einfach mal, die Quest ist. Ich hätte einen Gegenstand auf den anwenden können, oder? Ich hätte bestimmt einen Gegenstand auf den anwenden können. Oh je, oh je. Wow, das kam überraschend, aber auch plötzlich. Jesus Gott, wow, wo komme ich denn jetzt raus? Eine nervenaufreibende Folge, meine Damen und Herren. Oh ne, und ich bin jetzt irgendwo hier außerhalb gelandet. Oh Gott. Okay, ich glaube, da muss ich wohl schärfere Geschütze aufwarten für diese Quest hier. Die Katze muss raus. Die kann vielleicht auch ein bisschen Bonus-Damage machen. Oh, alter Schwede, da waren nur ein paar Pots oder so. Das ist ja heftig. Heil mich. Das Vieh kann nur sich selber heilen. Mist. Üble, üble Kiste. Yay, wir sind die Hauptstadt. Applaus. Aber hier ist auf jeden Fall noch eine. Ich glaube, das ist wieder die Rationen-Quest. Genau, die sehe ich hier gleich auf dem Hausboot. Ach, so ein Hausboot wäre es natürlich jetzt auch noch, ne? Für Arc... Scheiße. So, für Arc-Schwester auch noch so ein Hausbootchen, ne? Was meint ihr? Das hätte doch was. Das hätte doch einen gewissen Charme auch. Geh hoch. Oh! Ich weiß das Boot. Oh, das ist mir jetzt peinlich. Ein bisschen zumindest. Ich hab's Boot kaputt gemacht. Oh, was ist jetzt los? Okay, ganz ruhig, wir kommen hier alle raus. Ja, nein, nein, nein. Dann halten wir mal ein bisschen Abstand. Jawohl. Boah, knapp, knapp, knapp. Kann ich bestimmt von unten auch hinlangen. Jawohl, kann ich. Gut, dann haben wir die. Ich weiß jetzt schon mal. Das mit dem Boot war ich nicht. Das, keine Ahnung. Das, irgendjemand kam ja vorbei und hat es einfach umgeworfen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte.
Unfälle passieren noch immer wieder. Ja, diese Folge ist jetzt auch vorbei. Ich denke, in der spannungsgeladenen nächsten Folge werden wir sehen, ob es Fido schafft, diesen 30er-Boss zu besiegen und seine Ads irgendwie, ob das klappt. Ich denke, ich werde nicht aufgeben. Ich werde jetzt hier nochmal Konstellationen-Quest abgeben. Wir haben eine wohlverdiente Folge-Quest abholen. Ich danke euch allen herzlich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, wow.